Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Minecraft Dungeons. Ich habe hier eine einzigartige Glewe bekommen, eine Toxin-Glewe. Die habe ich verzaubert mit Entschlossen und Blutegel. Entschlossen heißt, dass ich mehr Schaden machen kann. Den habe ich hier bei dem Schmied gerade bekommen. Ich habe nämlich ein bisschen ausgegeben. Und jetzt geben wir hier noch zweimal hier was aus. Gucken mal. Oh, zweimal Seelenhelfer, okay. Nee, dich möchte ich ganz gerne Müll. Ich hätte ganz gerne eine bessere Rakete, weil die ist immer noch auf 3. Und das hier heilt mich nur, ne? Ja. Weiß ich nicht, ob ich die wirklich brauche. Vielleicht. Ah, ich weiß es nicht. Nee, ich finde die Raketen eigentlich schon super. Ich finde die Raketen schon super. Ja, auf jeden Fall benutzen wir heute mal die Glewe. Die habe ich ja noch gar nicht benutzt. Probieren wir die mal aus. Ich habe nämlich sehr, sehr oft diesen Erzhafen jetzt gemacht, weil der ist relativ schnell fertig. Ich glaube, ich brauche für jeden Durchgang immer 10 Dingsbums. Finde ich in Ordnung. Also 10 Minuten ungefähr. Jetzt machen wir den Wüstentempel. Wir sind mit der Kraft leider ein bisschen drüber. Aber den Schwierigkeitsgrad, den können wir eh nicht ändern. Deswegen rein da. Rein da. Ich hätte jetzt was gesagt von Paluten. Rein da in die Olga. Aber nee. Nicht auf diesem Kanal, Leute. Nicht hier. Und ich muss sagen, das Spiel, es macht mir echt Spaß. Also es macht mir echt Spaß, hier die Dungeons nochmal durchzuclearen. Und ich freue mich auch, wenn wir dann in Abenteuermodus sind. Er ist der vergessene Herrscher eines namenlosen Königreichs. Der Nekromant besitzt einen verzauberten Stab, mit dem er es vermag, Untote zu beschwören. Er muss zerstört werden, bevor der Erz-Illager ihn in seine kleinen bösen Finger bekommt. Denn das wäre sicherlich unser aller Untergang. Okay, ich werde versuchen, es zu verhindern. Okay, gib mir ein paar Minuten. So, der Dungeon scheint auch wieder ein bisschen größer zu sein. Aber noch überschaubar. Och, als ob ich außen herum gehen muss. Aber noch überschaubar. Wüstentempel, ne? Ja. Ist der Wüstentempel. Wie viele Geheimnisse gibt's hier? 2 und 10 Truhen. Oh. 10 Truhen ist aber schon viel. Hoffe ich mal, dass ich hier alle finden werde. Und wer hat da hinten schon Schaden genommen? Weiß ich nicht. Seltsam. Oh, da sind sie schon. Okay. B war springen. Boah, geil. Die Klebe ist cool. Oh, oh. Hier, ich schieße mal ein bisschen. So, hier, bitte. Ich verschieße größere Pfeile, weil die machen mehr Schaden. Oh, ich habe direkt eine Rüstung bekommen hier. Geil. So, weg mit dir. Ja. Ach Gott, da ist noch eine Spinne. Eine Spider. Und das war der Raum. Kann das sein? War ich hier in der Mitte? Ja, war ich. So, hier gehe ich auch mal. Da sind die nächsten kleinen Viecher. Bam! Oh, geil. Dafür ist der, diese Dings, die ist echt cool. Oh, ich mach One-Hit. Oh mein Gott. Ich mach die One-Hit, Leute. Hahaha, bam. Oh, das ist ja geil. Oh Gott, ich werde hier gerade zugespammt mit Fotos. Oh mein Gott. 26 Fotos, Leute. Eine Freundin ist nämlich momentan auf Wohnungssuche. Und die schauen sich, glaube ich, heute eine Wohnung an. Heute am Sonntag. Ist das überhaupt erlaubt? Ich weiß ja nicht, ne? Oh, was bist du denn? Oh Gott. Gut. Geht mal bitte weg, danke. Da ist noch so ein Viech. Okay, 3 Schaden. 3-mal hauen. Wir gehen aber erstmal links her. So, oh. Ha, rein da. Und bam, alle weg. Komm. Und nochmal hier rein. Was ist das? Was ist das für ein komisches Geräusch, Leute? Ich weiß es nicht. So. Aber, oh Gott, ich wäre fast da runtergesprungen. Oder darf ich das? Darf ich das Karte? Nee, darf ich nicht. Okay. Was ist das eigentlich? Also, ich muss nochmal hören, falls es gleich kommt. Da haben wir eine Kiste. Ist natürlich sehr cool. Eine finstere Rüstung. Boah, und haufenweise Geld.
Okay, die kann auf jeden Fall weg. Was haben wir hier? Köcher der Pein gewährt langsame Pfeile, die Kreaturen zurückschossen und durch Wände fliegen können. Oh, durch Wände. Oh, cool. Ich finde es echt cool. Die hatten wir schon, ne? Ja. Cool. Hört sich cool an. Oh, da sind Pfeile. Die habe ich fast nicht gesehen. War das eine Truhe? Ja, gut. War eine Truhe und kein Geheimnis. Schon mal sehr schön. Oh, ist das Level schön. Also dieses Level, das gefällt mir echt sehr optisch. Hier sieht es sieht eigentlich fast überall aus, als ob man da vielleicht irgendwo doch noch irgendwie rein kann. Aber ist leider nicht so. Bam. Okay. Ah, guck mal, kostet auch nur einen Fall, wenn ich das mache. Rein theoretisch. So, du bist auch weg. Guck mal, kein... Boah, ich hatte echt Angst eigentlich. Aber ich brauche irgendwie keine Angst zu haben. Noch nicht. Ich finde, das Ding ist echt gut. So, da... Oh, Spinne. So, weg mit dir und weg mit dir. Oh, die Kiste, die ist aber klein. Die ist ja klein geraten. Oh, hallo, Spinne, lass mich mal. Wir möchten erstmal diese Mini-Kiste hier öffnen. Und dann geht's hier weiter. Bleib mal stehen hier. Oh, ein Enderman. Okay. Enderman ist natürlich immer sehr gefährlich. So, dann wollen wir mal hier. Wo bist du? Da. Ach, guck mal, so viel Schaden machst du gar nicht, Enderman. Da hatte ich echt mehr Angst, tatsächlich. Da kann ich ja ruhig hier stehen bleiben. So, Dankeschön für das coole Seelenmesser. Oh, das ist echt cool. 113 Nahkampfschaden, oh mein Gott. Cool. Cool. Könnten wir im nächsten Part ausprobieren, auf jeden Fall. Es sei denn, ich finde noch eine bessere Waffe. Oh Gott. Hatte ich kurz Angst. Warte, ist da... Nee, gut. Puh. Oh, Vorräte. Heißt das hier ist irgendwas Böses? So, oh Gott. Oh gut. Den haben wir erwischt. Oh, Spinne habe ich aber komplett ignoriert. Finde den goldenen Schlüssel. Ja, wahrscheinlich dann rechts, ne? Oh Gott. Ich habe die ganze Zeit Angst, da so zwischen zu dingsen. Aber ich denke, das wird mich nicht umbringen, oder? Wird mich das umbringen? Würde mich so eine Falle umbringen? Ich weiß es nicht. Und das Geheimnis ist ja auch neu. Hier habe ich schon eine Kiste übersehen. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Oder unten links? Nee, unten links war ich schon, glaube ich. Was ist das hier? Das hier ist doch auch eine Falle, oder? Nee. Oder? Kann sein. So, komm her hier. Was haben wir hier? Hier ist noch ein Spinni. So, Geheimnis. Wo ist das Geheimnis? Hier scheinbar nicht. Da scheinbar nicht. So, das TNT nehme ich mal irgendwie mit. Oh. Und bam. Nice. Oh, jetzt kommen sie alle, oder was? Okay. Dann muss ich euch mal eben hier... hallo, Schlüssel? Hallo. Ich gehe nicht geschlagen, danke. Aua. Okay, es macht nicht komplett... Es macht mich nicht komplett down. Ist ja in Ordnung. So, da komme ich noch durch. War da noch einer? Tatsächlich. Das ist tatsächlich... Oh Gott. Der war sogar relativ gut. Okay, das war's aber hier. So, hier sind auffallen. Ja, wusste ich's doch. Da warten wir nochmal hier ein Stück. Denn sicher... Oh, ist sicher. Oh, jetzt die Frage, ob hier vielleicht ein Geheimnis irgendwo ist. Ah, ne. Dahin kommen wir eh hin. Und hier hinten... ist wahrscheinlich auch eher nichts. Okay, rechts geht's weiter. Links ist eine kleine Grube. Dann gehen wir, glaube ich, hier erstmal rein. Ja, ja, oh. So, okay. Ach, da komme ich gar nicht hin. Okay, okay. Da, super. Ah, vielleicht sollt ihr erstmal euch hier besiegen. Bevor ich mich an die anderen da begebe. Oh, komplett daneben, aber ist nicht schlimm. So.
Dann kommt mal her hier, ihr kleinen Biester. Oh, ihr ignoriert mich einfach. Das finde ich aber jetzt nicht so nett. So, super. Oh, die Spinne. Das machen wir auch noch kaputt. Ach, hier ist ein Schalter. Können wir auch mal betätigen. Weiß nicht ganz, was der macht. Aber das sehen wir dann bestimmt noch. Hier haben wir noch eine Kiste. Kommt her, Emeralds. Was hast du gemacht? Da konnte ich noch nicht hin. So. Gehen wir erstmal hier unten hin. Ich dachte gerade, der Zombie da, der explodiert. Der blinkt nämlich so. Aber ich glaube, das ist einfach nur das Gift, oder? Aber da hinten haben wir auf jeden Fall gleich noch eine Kiste. Eine schöne Kiste, vor allem. Oh, ich bin echt... Guck mal, ich... Ach so, ach, ich krieg ja auch kaum Damage, ne? Weil ich ja die Leute die ganze Zeit besiege und dann Leben bekomme. Ist natürlich auch sehr praktisch hier. Oh, ich muss sagen, die Rüstung ist ganz cool. So, dann machen wir mal hier ein Feuerwerk. Das hat gut gesessen. So. Bam, bam, bam. Oh Gott, was ist das denn da? Für ein Viech. Okay. So, guck mal hier. Hahaha, ich besieg dich. Haha, tata. Das ging ja gut. Was ist das denn jetzt? Ach, da ist ein. Ach so, das ist ein verzaubertes Dings. Okay. Oh, die sind ziemlich groß, Leute. Die sind ziemlich groß. Hier ist ein Schalter? Nö. Hä? Da war nichts. Ach so. Ach, der Aufgang ist schon da. Nee, der ist nicht da. Da komme ich noch nicht rüber. Ja, komm hier. Boah, Alter. Die macht ja richtig gut Schaden. Guckt euch das mal an hier. Oh, ups. Habe ich aber hier. War ich ein bisschen übertrieben. So, jetzt aber. Sehr schön. Hier ist nichts, ne? Nee. Okay. Und dann müsste jetzt die Brücke hier da sein. Ja. So, Sachen nicht runterfallen. Super, Kurzbogen. Oh, Kurzbogen hatte ich noch gar nicht, ne? Hat mir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Aber der ist nicht so cool. Der macht ja überhaupt keinen Schaden. Ey, das war's hier unten, oder? Ja. Okay, sehr gut. Wie viel haben wir gefunden? 6 von 10. Okay, das Geheimnis ist immer noch in den Pyramiden hier versteckt. Irgendwo ist es hier versteckt. Oh, das sieht aus wie eine Falle. Ein großes Kampffeld. Enderman. Okay, Enderman geht ja noch. Hihihihi. Ach komm, ich besieg dich so. Der macht ja gerade nichts. Edgar, hallo, Edgar. Oh, ich treffe nicht mehr. Jetzt aber. Jetzt aber. Super. Sehr schön gemacht. So, hier. Weg mit dir. Guck mal, da brauche ich mich gar nicht voll zu halten. Warte mal, haben wir überhaupt? Hier rechts ist was. Wieso können wir da hinspringen? Hm. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht, aber es sieht komisch aus, wenn irgendwie, ne, rechts da irgendwie zwei Dinger sind, wo man dann am Ende doch nicht hin kann. Da haben wir wieder so ein Dings. So, hier, weg mit dir. Hallo, hallo, ich hab weg mit dir gesagt. Ich hätte es so cool gefunden, wenn das Wasser hier auch einen nach unten schwimmen lässt. Aber es tut es nicht. Ist nicht schlimm. Ich erkundige mich hier trotzdem noch eben. Hier scheint aber nichts zu sein. So. Gut. Weg mit dir. So. Komm, erstmal den großen da. Das ist nämlich eigentlich jetzt echt schnell dauern. Drei Schläge und weg ist der. Muss mal eben meine Hand schütteln. Die schläft sonst wieder ein. Oh
auch bei 14 Minuten schon. Das ist okay, ich habe auch schon heute schon ein bisschen länger gespielt. Das darf ich natürlich dabei nicht vergessen. So, hier, weg mit dir. Oh, ich mag die Klebe. Ich mag die echt. Die ist echt cool. Wirklich. Gefällt mir sehr. Oh. So. Oh Gott. Als ob das... Ach so. Man könnte zwei Wege gehen. Okay, dann gehen wir aber erstmal nochmal hier hin. Das wäre der andere Weg gewesen, ne? Ja. Okay. So. Hier war... Oh Gott, ich habe Trank genommen. Wollte ihn nicht nehmen. Ist nicht so schlimm. So, Spini, hallo. Weg mit dir. So, hier ist auch nichts. Okay. So, hier warten wir mal lieber. Ja, gut. Gehen wir erstmal hier lang. Ne? Hier ist nichts. Da auch nicht. Hm. Ist er hier schon wieder, ne? Wofür dieser Raum? Wenn man hier eh nirgendwo anders hin kann. Stellt das... Das ist jetzt auch wieder so eine Frage, die ich mir stellen würde, wenn ich dort wäre. Ups, wollte ich nicht schießen, aber ist nicht schlimm. Was ist nach oben? Okay, wir gehen, glaube ich, erstmal unten, ja. Achso, hier ist eh eine Treppe nach oben mit Fallen. Müssen wir irgendwie später nochmal zurücklaufen? Aha. Ah, der Erzvillager, okay. Wo kommen denn die Fallen her? Überall? Okay, das macht nichts. Oh. So, weg mit euch. Also, sorry, ne? Aber ihr habt ja hier überhaupt keine Schnitte gegen mich. Levelaufstieg, supi. So, hier kommen alle weg. Weg mit dem Dreck. So, hier, ich schmeiß euch einfach runter. Super. Aua. Sehr schön. Dann ihr noch hier. Oh Gott, da kommt er. Den muss ich auf jeden Fall als erstes. Super, den habe ich. Bam. Oh Gott, da war nur einer, oder? Nee, nee, war nicht. Okay, habe ich mir eingebildet. Habe ich mir eingebildet. Den Trank, den hole ich mir da unten, aber nicht. Ich muss mal eben meine Hände schütteln. Sorry, Leute. Aber ich, als ob hier keine Kiste gedroppt ist. Das ist ja auch wieder traurig, oder? Mann, 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 Mann. Okay, da sind aber Vorräte. Zumindest etwas. Zumindest neue Pfeile, Leute. Zumindest neue Pfeile. So. Bam. Da haben wir auch schon direkt eine neue Rüstung gedroppt bekommen. Die ist aber nicht so gut. Oh ne, da sind Zauberer. Okay. Wo ist denn der Zauberer? Ich finde dich, Zauberer. Wo bist denn du, Zauberer? Hallo? Hä? Wo ist der Zauberer? Oh, da ist noch was. Achso. Stärketrank. Ich sehe hier keinen Zauberer. Okay. Vielleicht gibt es doch keinen. Und irgendwie scheinen die alle weg zu sein. Okay, 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 okay. Macht nichts, Leute, macht nichts. Ich weiß zwar nicht, wo ihr alle hin seid, aber ist in Ordnung für mich. So, dann gehen wir nämlich weiter. Oh. So, boah, geile Seelen. Was passiert hier? Ah, hinter mir. Oh Gott. Das ist natürlich hier kein cooler Dings. So. Geh mal weg da, ihr Dinger. Ach komm, schießen wir mal mit ein paar Pfeilen. Wir haben ja genug. Super. Und du gehst auch noch weg. Sehr schön. Oh, die Pfeile, ne? Die sind so groß. Finde ich schon lustig. Was haben wir hier? Oh, kann man da unten? Es sieht danach aus. Weißt du was?
Wir haben noch nichts zu verlieren, oder? Oh doch. Okay, das geht nicht. Schade. Schade, schade. Weil der glänzte so schön nach Gold. Deswegen dachte ich, da könnte man vielleicht hin. Scheint aber leider nicht der Fall zu sein. Gehen wir noch einmal hier lang. Um zu gucken, ob hier nichts was ist. Nee, da ist nichts. Oh, da... woher kommst du denn jetzt? Okay, dann gehen wir hier oben weiter. Aua. Aua. Gut. Dann hat der Trank doch nochmal eine Verwendung. So. Oh, da haben wir ihn wieder. Ja. Und weg mit dir. Und Spinne auch weg. Super. Okay, links geht's eigentlich weiter. Wir gehen aber erstmal nach hier hin. Oh, da hinten sind Zauberer. Oh, Shiny. Wie Shiny? Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Sind das die Smaragde? Also hier unten geht es auf jeden Fall weiter. Okay, ich gehe erstmal um links gucken. Rüste ich mal das hier aus. Denn da geht es, glaube ich, ab. So, hier, bitteschön. Dann mache ich mal hier ein bisschen Platz. Ah, ich könnte eigentlich auch mal wieder hier X machen, ne? Hat jetzt leider nicht so viel gebracht, weil hier ist irgendwo ein Zauberer. Oder ist hier wieder kein Zauberer? Ich weiß es nicht. Egal, ich mache euch jetzt Platz hier. Mir auch egal, woher ihr herkommt. Wo ist der Zauberer, Leute? Wo ist er? Wo habt ihr ihn? Wo habt ihr hier den Zauberer? Kann doch nicht sein, dass hier kein Zauberer ist, oder? Hm. Das halte ich aber hier wieder für eine Lüge, ey. Als ob hier kein Zauberer ist. Als ob. Woher kommt das dann? Diese Verstärkung? Kommen sie jetzt hier automatisch oder was? Das finde ich aber hier frech. Das ist ja echt frech. Das ist ein großer Skandal, Leute. Ein großer Skandal. So, weiter geht's. So. Erstmal euch hier. Bam. Oh. Gut. Wenn ich eh gefangen bin, dann kann ich das auch benutzen. War hinten noch jemand? Ne, da hinten war keiner mehr. Sehr schön. So. Alter. Wie viele Skelette sind hier denn? Na gut. Obwohl, Zombies passen auch hier hin. Zu dem Setting. Von einer Pyramide. Das stimmt auch. Will ich auch nicht verneinen. So. Bam, bam. Weg mit euch. Kann noch die Spinne noch weg. Und dann ihr noch weg hier. So, ich gehe mal hier ein bisschen gucken. Hier oben kann man auf jeden Fall lang. Boah. Das war aber auch ein Kampf, jetzt hier hochzukommen. Wo ist eigentlich der Punkt? Weil, ach, da links. Hui. Ach, guck mal, hier hätte man auch hochgekonnt, okay. Geheimnis? Nee. Nee, 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 hier ist kein Geheimnis hier oben. Hier hätten wir eine Vase. Machen wir mal kaputt. Und hier geht's immer noch weiter. Oh mein Gott. Okay, das war es aber auch hier. So. Was liegt denn da eigentlich auf dem Boden? Ich weiß es nicht. Oh. Hihihihihi. Wo ist er? Na gut, dann schießen wir da unten so lange ab, bis er kommt. So, danke schön. Super. So, da links, da gehen wir noch nicht entlang. Ach. Sind da noch mehr Skelettis? So, danke schön. Wir hatten auch noch eine Vase. Ach, der Dungeon, der ist echt cool hier. Der ist wirklich cool. Der gefällt mir richtig. Richtig gut. So, da unten, dann haben wir die schon mal weg. Während wir hier oben noch kämpfen. Hier scheint aber auch wieder eher nichts zu sein. Ist aber schon ein bisschen traurig, oder?
hier nirgendwo was ist. Ich habe jetzt eigentlich alles hier durchsucht. Ich gehe mal immer hier komplett durch die Mitte. Da liegt noch ein Trank und TNT. Aber hier scheint echt nichts zu sein. Schade. Schade, schade. Also ein Geheimnis hätte ich hier schon ganz gerne gefunden. Weil ich meine, ich wäre jetzt ja auch so gut. Ah, hier hinten war ich noch nicht. Genau. Hier ist auch nichts. Ja gut, Leute, dann geht's einfach weiter. Kann ich hiermit was machen? Nee, ne? Nee, auch nicht. Hole dir den Stab. Okay, welchen Stab? Ich hab die Geschichte, glaube ich, schon wieder vergessen. Was ist ein großer Raum? Bitteschön. Okay, das hat nicht geklappt. Als ob hier auch nichts ist. Kein Geheimnis oder so. Ich glaube, ich habe sie gefunden, die Geheimnisse. Wir gehen mal hier hinten entlang. Hier? Okay, dann gehen wir vielleicht doch nicht da entlang. Ah, erwecken. Okay, wen haben wir denn da überhaupt erweckt? Irgendein Typ. Ich nehme mal das hier, vorsichtshalber. Wo bist denn du? Da. Ich wollte schießen. Ja. Oh Gott, ich brauche vielleicht ein bisschen Heilung. So, ich schieße einfach mal hier. Guck mal, ich treffe sogar. Solange ich treffe, ist ja alles in Ordnung. Er hat die Position geändert. Er hat die Position... Ah, da ist er. Da ist der Richtige. Oh, bitteschön. Ah, super. Da ist er. Aua. Sie tun mir weh. Merken Sie das nicht? Ich muss mal ganz kurz hier ausruhen. Denn sie machen mir echt Schaden. So. Ah, der hier ist es. Okay. Oh, dich habe ich ja. Easy. Neues Event-Tür geöffnet. Oh, Violett. Oh, Schockpulver und violetter Bogen. Oh, Violett ist ja meine Farbe, Leute. Schleunerte Feuerrate, einzigartig, 34. Aber der macht viel, viel mehr Schaden, oder? Ich teste mal einmal hier. Und er ist wieder zum Aufladen. Ich guck mal die Mehrfachschutz. Oh, hätte er auch. Durchbohren wäre auch cool. Schwerkraft. Zielkreaturen in Reichweite zum Auftreffpunkt der Waffeln. Kettenreaktion, Tempo. Geraubter Angriff. Oh, weil. Na, ich bin nicht. Nee, ich glaube, der Boden. Der gefällt mir nicht. Warte. Wo ist jetzt mein anderer Bogen hin? Hallo? Ah, da oben. Oh Gott, ich hatte kurz Angst, Leute. Dass er weg ist. Wirklich. Hatte gerade kurz Angst. Was macht das Schockpulver? Betäubt Gegner in der Nähe. Das ist auch cool, aber ich habe eigentlich meine Sprungfeder. So, ich muss mal ganz kurz hier gucken, was das jetzt war. Vielleicht kommen wir jetzt nach da hinten. Weil da gab es ja irgendwas. Nee. Okay. Hier auf jeden Fall nicht. Und hier oben auch nicht, oder? Was? Nee. Nee, nicht, dass ich wüsste. Hallo Leute. Bam. Schießt euch einfach mal erstmal ab. Da haben wir noch eine coole Rüstung. So, da haben wir noch mal so einen Typen. Den können wir auch so besiegen. Ja. Zack, zack. Oh, da oben ist noch einer. Ich habe so viele Pfeile bekommen. Oh, ich hatte vorhin noch 300. Okay, so langsam wird es weniger. Aber hier sind zum Glück wieder neue Pfeile drin für mich. Oh, da ist wieder er hier. Der ist aber auch wieder Schnee von gestern, tatsächlich. So. Oh,
Ich glaube, den Dungeon, den werde ich nachher auf jeden Fall nochmal spielen, weil der hat mir echt viel Spaß gemacht. Die Pyramide ist echt cool, Leute. Die ist echt cool. Die gefällt mir sehr. So. Nehmen wir mal das damit. Hier haben wir noch ein Dings. Und ich würde ganz gern wissen, wo die Geheimnisse hier sind. Habe ich nämlich irgendwie noch kein einziges gefunden. Und da ist der Ausgang, Leute. Also irgendwas haben wir echt übersehen. Aber ich kann mir auch nicht erklären, wie man da hinkommen könnte. Da links, ne? Na gut. 30 Minuten für den Dungeon, ne? Ganz cool. Wieder konnten wir die Pläne des Erzilligers vereiteln. Ist ja ganz cool. War echt ein guter Erfolg, würde ich sagen, der Dungeon. Wir haben, glaube ich, ein cooles, einzigartiges Bogen bekommen. Der aber nicht die besten Verzauberungen vielleicht hat. 96%, okay. Ist in Ordnung. So, was haben wir hier denn? Ein Köcher der Pein. Ach, den hatten wir ja gerade schon. 33, der ist auf jeden Fall besser als der, aber der hier wäre einzelhaft, aber das ist mir egal. Lebe hatten wir, glaube ich, schon mal bekommen. 32, die kann dann auch weg. Super. Oh, ich finde den violetten Dings ja eigentlich schon ganz cool. So, warte, wir möchten den mal immer einmal testen hier. Oh, der ist also nur so durchmäßig. Oh, das gefällt mir, glaube ich, nicht ganz so, Leute. Ich glaube, den spielen wir doch nicht. Der gefällt mir wirklich gar nicht. Du kannst noch weg. Dann lieber mit der Glewe, weil die ist echt cool. Oh, 33, die ist auch sehr cool. Also ich muss mal ganz kurz hier gucken. Der hat nur eine Verzauberung. 201 Gesundheit. 210. Wir nehmen die mal. Und die werden wir verwerten. Und die können wir dafür dann enchanten. Reduzierter Cooldown. Oh, das ist eigentlich ganz cool. Mit dem Ferne. Nee, das will ich nicht. Flammenspur brauche ich auch nicht unbedingt. Tankbarriere. Wenn du einen Heiltrank verwendest, erleidest du für kurze Zeit 90% weniger Schaden. Nee, auch nicht. Dann kann man freilich Schaden. 10. Oh. Achso. Na, passiert nicht so oft. Nehme ich das und dann nehme ich vielleicht Abkühlung noch mit. Ist jetzt nicht die beste Rüstung. Tatsächlich. Aber ich denke, ist ganz cool, Leute. So, wie viel Geld haben wir? Cool, dann können wir vielleicht noch auf eine Rakete hoffen. Schade. Können wir noch? Nee. Schade. Doch, da kaufen wir hier noch was. Okay, hat auch nichts gebracht. Weg damit. Oh nein, das habe ich gemacht. Ich habe irgendwas verzaubert, was ich nicht verzaubern wollte. Verwerten. Danke. Achso, ich habe noch 2 Punkte übrig. Oh. Dann am besten hier. Machen wir das. Super. Und 34? Du warst auch 34? Okay, dann kannst du auf jeden Fall weg. Super, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Und... Oh, dieses Spiel, ne? Es macht mir wirklich so viel Spaß. Es ist echt cool. Und im nächsten Part gehen wir dann in die Redstone-Minen. Hier ist noch gesperrt. Okay. Achso. Müssen wir das da auch noch hier... Dingsen. Und die neuen Karten, also hier, ne, in Kürze, die sollen, glaube ich, tatsächlich schon in Juli kommen. Juni oder Juli. Irgendwas von beiden. Juni wäre natürlich super. Und ja, Leute, morgen sehen wir uns dann in der Redstone-Mine. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.